Servus beieinander, Leidels. Zurzeit ein bisschen kritisch alles. Du wisst ja selber, wie die Situation ist. Ganz da am Eisperren möchte man sie natürlich trotzdem nicht. Aber es ist wichtig, die ganze Lage etwas ernst zu nehmen. Also ich war selber einer der Leute, die das eher auf die leichte Schulter genommen haben, eher sie erstmal nichts dabei gedacht haben. Grundsätzlich ist das aber doch eine krasse Angelegenheit, wenn man sich die ganze Entwicklung so anschaut. Grundsätzlich sind eben nicht bloß Personen betroffen, die jetzt halt älter sind, sondern eben junge, gesunde Leute. Also das kann jeden erwischen, so ist es nicht. Und letztendlich muss man sich ja überlegen, hat man eine gewisse Verantwortung gegenüber seinen Eltern, seinen Großeltern. Stellt euch vor, ihr steckt euch damit an, steckt eure Familie damit an und einer eurer Elternteile liegt dann im künstlichen Koma auf der Intensiv und muss beatmet werden. Nur weil ihr euch nicht dran halten habt, keiner eure sozialen Kontakte einzuschränken und wirklich aufs äußerste Limit zu begrenzen. Und es ist wirklich wichtig, dass diese Scheißverbreitung, das natürlich so schnell vonstatten geht, einfach ein bisschen eingedämmt wird. Also es ist verdammt wichtig, jetzt halt mal sich über den Ernst der Lage bewusst zu werden und dahingehend da zum Handeln. Das heißt, auch Sport nicht in großen Gruppen. Ich fahre jetzt zum Beispiel zu mir im Garten, also ich meide jetzt zum Beispiel öffentliche Orte. Ich habe möglichst alle sozialen Kontakte eingeschränkt. Und ja, es ist einfach krass. Es ist krass. Und bin eigentlich bloß nur da bei mir im Garten am Fahren. Entweder Solo-Sesh oder eben mit ganz, ganz wenig Leid. Und dann immer auf Sicherheitsabstand. Man muss wirklich schauen, dass man diese Ausbreitung eindämmen kann. Ansonsten kommt es wirklich zu Zuständen wie in Italien, dass Ärzte dann über Leben und Tod entscheiden müssen, ne? Weil sie nicht alle behandeln können. Und so sowas ist eben bei uns einfach gar nicht kommen. Also mein Appell und meine Bitte an euch, versucht das so gut wie möglich umzusetzen, eure sozialen Kontakte einzuschränken. Und euch an die Anweisungen von Experten und Virologen etc. Auch wenn es teils etwas übertrieben und als Panikmacherei empfunden wird, euch einfach trotzdem halten. Es ist jetzt wirklich keine kleine Angelegenheit mehr und es ist eben nicht bloß ein Schnupfen, sondern diese scheiß Covid-19 geht einfach auf die Lunge und kann in wenigen Fällen, aber es sind aufgrund dessen, dass so früh infiziert werden, trotzdem genügend wirklich bass werden und zum Tode führen. Und es ist keine Grippe, es ist kein Schnupfen, es ist was Ernstzunehmendes. Und jetzt muss man einfach mal diese Zeit durchziehen und schauen, dass man das einigermaßen über die Runden bekommt. Ich meine, man kann ja trotzdem nur raus, aber man soll sich einfach anders halten, dass man nicht mit zu vielen Leuten zusammenkommt. Das ist einfach mega wichtig. Hat auch seine Vorteile, muss man sich mal nicht so rasieren, kann man sich mal ein bisschen gehen lassen. Aber ja, das sind die Vorteile am Rande. Und jetzt lassen wir mal die negativen runterziehenden Aspekte ein bisschen weg und fahren wir uns am Kopf ein bisschen frei. Hinsichtlich im Sport muss man aber auch sagen, man sollte ein bisschen aufpassen. Man soll jetzt das Gesundheitssystem nicht zusätzlich durch blöde Handlungen belasten, weil man sie zum Beispiel beim Radlfahren wehtut. Also mit Bedacht fahren, Piano und nicht totale Craziness. Jo, start mal! So, als allererstes gibt's eine kurze Resi-Session. Chaka. Thank you.
Erfolgreiche Resi-Session und jetzt geht es ein bisschen auf die Trails zu Flow und Steezen. Steeze-Time. Ganz gemütlich. Einfach nur Spaß haben, einfach nur flowen. Letzte drei hat mir jetzt nicht so gefallen. Hätte eher Flatspin-mäßig werden sollen. War aber irgendwie komisch angedreht. Deswegen machen wir das jetzt nochmal. Ja. Smoother. Auf jeden Fall. Wirklich flatty. Ja. Machen wir nur an. Alter, ja, Mann. Langsam dunkel, eigentlich dazu viel Bock machen, aber Sonne ist schon hinter die Hügel verschwunden. Jetzt wird es im Wald natürlich richtig dunkel. Machen wir nur eine Abschlussflowline und dann lassen wir es gut sein für heute. Hey da, hey da, gibt's ja eine. Das ist das Einzige, was mich an meinem Spot aufregt: die Straße. Bundesstraße, gleich nebenan. Sau laut teilweise. Richtig nervig, aber hilft nicht. Voll geil.
voll geil und voll geiler. Abschlussrunde. Epa. Und wupp. Yo. Wie so ein Wurmloch. Man droppt da drüben hinten rein, fährt schräg und längs durch den Garten durch und wird hinten wieder ausgespuckt. Voll geil. Richtig. Ich möchte ja, also Eigenlob stinkt ja nochmal, aber Junge, was wir mir da in 3 Jahren aufgezogen haben und vor allem wie oft umgebaut und so weiter, das werdet ihr jetzt dann eh noch in den weiteren Episoden von How We Built Our Dirt Spot sehen. Hat nicht alles hier auf Anhieb funktioniert. War sehr, sehr viel Arbeit. Und jetzt haben wir aber genau das, was wir haben wollten. Und zwar Trails, also traillastige Sprünge, die technisch nicht easy sind und trotzdem aber trickbar sind. Zum Beispiel das Element da drüben, die Sharkfin. Bin mir nicht sicher, ob man das irgendwo anders in der Art und Weise nochmal so findet. Normalerweise sind ja Sharkfins oder gingen Sharkfins eher von einem erhöhten Punkt aus in der Landungsreihe. Aber wenn man da die Sharkfin anschaut, zack, zack. Außerdem von da Absprung zur Landung sind es 4,5-5 Meter. Ist auf gleicher Höhe. Man kommt da rein mit dem Affenzahn und dann je nachdem, wie man da landet, muss man sich da die Linie aussuchen. Und ja, mei, der Baum rechts daneben, der macht ein bisschen Angst. Ah, der links daneben, dahinter gleich. Ja, ist hier ein bisschen technisch. Und wir waren uns gar nicht sicher, ob das überhaupt funktioniert. Aber mit genügend Schwung muss ja funktionieren. Aber ja, haben wir letztendlich zum Funktionieren gebracht und uns flasht richtig. Jo, wie gesagt, erfolgreiche Quarantäne-Session. Jetzt wird es wirklich schon so dunkel, dass man nicht mehr fahren kann eigentlich. Obwohl ich nur so Bock hätte, so Bock. Naja, morgen soll es regnen, dann werden die Sprünge nochmal ein bisschen geshaped, die ganzen Risse ein bisschen zugemacht. Dass dann die nächsten Tage wieder trocknen kann und dann bröseln es dann nicht mehr so stark. Also für heute war's das. Bis zum nächsten Mal. Peace, Leute.